7 großartige Themen in unserem kompakten und informativen Update-Format. Hier für euch die aktuellsten News aus der Simu-Gaming-Szene. Bereits Ende April hat TML Studios uns mit der Ankündigung eines großen neuen Simulators überrascht, nämlich einem Bussimulator auf der Insel Fuerteventura, der aber nicht nur Busfahren, sondern jede Menge Dinge mehr mit sich bringt. Die Insel ist im Maßstab 1:5 nachgebaut und bis zu 20 Städte können, so versprechen es die Entwickler, frei erkundet werden, ohne irgendwelche unsichtbaren Mauern. Und es heißt auch, dass man das machen muss. Schwerpunkt des Titels wird der Aufbau und der anschließende Management-Part eines eigenen Busunternehmens sein. Vom ersten Bus über die einzelnen Werbelackierungen, das Einstellen von Busfahrern oder Reiseleitern und Mechanikern für die eigene Werkstatt. Es gilt, Dienstpläne und Schichten einzuteilen und natürlich, wenn ein Mitarbeiter mal krank wird, entsprechend darauf zu reagieren. Unterschiedliche Linien stehen ebenfalls zur Verfügung. So kann man zum Beispiel Shuttle-Services anbieten, aber auch einzelne Linienfahrten. Das Ganze soll in Zusammenarbeit mit den lokalen Anbietern vor Ort stattfinden, zum Beispiel mit Hotels. Da kann man dann gleich auch direkt für die Touris auf der Insel Sightseeing-Touren anbieten. Natürlich muss der Fuhrpark auch gewartet werden, er muss versichert werden und wir müssen für die eigene Verpflegung sorgen, was alles schon mal sehr, sehr komplex klingt und eigentlich Elemente in eine Bussimulation hereinbringt, so wie ich sie mir persönlich immer gewünscht habe. Was ich mir wahrscheinlich nicht so gewünscht habe, ist der Punkt, dass es auch Schotterstrecken geben wird und Serpentinenstrecken. Das Spiel soll Mitte 2018 erscheinen und natürlich halten wir euch hier in dem Kanal bestmöglich auf dem Laufenden. In der Open Beta zum Eurotruck Simulator 1.3.1 gibt es jede Menge coole Neuerungen, die das Trucker-Herz höher schlagen lassen. So wird es endlich möglich sein, auf weiteren Strecken Schwerlast zu transportieren. Es gibt also neue Strecken für den Spezialtransport DLC bzw. neue Missionen und neue Spezialtransportstrecken. Aber auch viele der Kleinigkeiten, die die Community sich gewünscht haben, finden Einzug in die neuen Inhalte. So wird es zum Beispiel demnächst auch die Druckluft- und Stromschläuche zwischen LKWs und Trailern sehen. Es wird eine starke Verbesserung an den Spiegeln geben, das heißt, das Rendering der Rückspiegel wurde nochmal überarbeitet und auch die Biegung der Spiegel entspricht jetzt mehr dem, was man eigentlich bei wirklichen LKWs sieht. Außerdem wurde versprochen, dass neue Events eingebaut wurden, die auf offener Strecke mal passieren können. Für mich ganz interessant, weil ich ja immer ein blinder Maulwurf bin, gibt es neue Optionen jetzt auch im Menü herum zu sortieren und die Anzeige der Streckendaten sind genauer geworden. Das alles und mehr aktuell in der Beta-Phase und wird uns hoffentlich bald auch in unserem Let's Play, welches aktuell auf diesem Kanal läuft, erfreuen. Link zum Let's Play und der Playlist packe ich euch in die Videobeschreibung. Mein Wunsch nach Youngtimern wurde von Giants endlich erhört und so gibt es als Download als DLC aktuell auf der Giants Webseite für 4,99 € den Mod Contest DLC unter dem Titel Youngtimer. Das Ganze gibt es auch in einem völlig neuen Landwirtschaftssimulator 17 Let's Play hier bei uns im Kanal, wo ich auf der wunderschönen Map Hermannseck mit euch gemeinsam nicht nur diese wunderschönen Youngtimer DLC Maschinen, sondern auch diese wunderbare Map erkunden werde und weitere Youngtimer Mods, die ihr euch wünscht, in dieses Let's Play einbaue. Das Ganze umfasst 11 Maschinen und Fahrzeuge und wie gesagt, stammt aus dem Mod-Contest und hier hat der Spieler Matt Kiss, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, also Matt XJS, ich schreibe es am besten in die Bauchbinde, sozusagen den Jackpot gewonnen und seine Mods sind also hier in einer kommerziellen DLC-Variante gelandet. Das Ganze schauen wir uns natürlich wie immer im Spiel an. Link auch zu diesem Let's Play hier in der Videobeschreibung und ich freue mich auf nostalgische Zeiten aus meiner Jugend mit euch gemeinsam auf der wunderschönen neuen Map.
kurz notiert. Und ein wichtiger Hinweis an alle Freunde von Transport Fever. Auch davon haben wir ja sehr, sehr viele Folgen Let's Play in unserem Kanal. Aber eines hat viele Spieler immer wieder gestört, besonders auf schwächeren Maschinen: die Performance. Wenn man denn wirklich richtig große Maps spielt, große Städte hat und schon sehr weit verzweigte Zugsysteme, ging die Performance in den Keller. Die Entwickler haben versprochen, daran zu arbeiten. Es hat eine Weile gedauert, aber der große Performance-Patch ist da. Und was soll ich sagen? Viele berichten von einer Verdoppelung der FPS bei hoher Last. Das muss man erstmal hinbekommen. Also für alle, die das Spiel zur Seite gelegt haben, weil sie sich gesagt haben, hey, meine neue Megastadt, mein neues Mega-Verkehrsimperium funktioniert nicht, weil das sieht aus wie die Dia-Show von Tante Frieda. Probiert das mal aus. Der neue Performance-Patch ist da. Viel Spaß mit Transport Fever, auch bei uns hier im Kanal. Neues Gameplay-Material vom Landwirtschaftssimulator 19 zeigt neu animierte Vögel. Diese stammen aus dem Video 10 Jahre Landwirtschaftssimulator von Giants. Da muss man kein 5 Minuten langes Clickbait-News-Video zu machen. Toplitz, die Macher von Farmers Dynasty, überraschen uns wieder einmal mit einem neuen Spiel, das auf dem alten Polizeispiel Cobra 11 Syndikat basiert. Zusammen mit einigen der alten Entwickler von damals wollen sie die Reihe neu aufleben lassen und haben jetzt ein Spiel in die Early Access gebracht. Eine Mischung aus Simulation, Rennspiel mit Polizei, Autos und das Ganze auf der alten überarbeiteten Map in der Unreal 4 Engine, allerdings damit auf technisch neuerem Stand. Das Ganze könnt ihr derzeit in einer sehr, sehr günstigen Aktion bei unserem Partner Games Rocket erwerben. 25% sparen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos und nochmal 10% mit dem Code GARDEROLCITY. Link dazu in der Videobeschreibung. Ja, und ihr könnt natürlich auch aktiv an der Gestaltung dieses Spieles teilnehmen, indem ihr in Steam euer Feedback dazu gebt, was ihr euch wünschen würdet und so weiter. Ein paar Videos habe ich dazu schon gemacht, seht ihr ebenfalls hier im Kanal und ich bin gespannt, in welche Richtung sich dieses Spiel zusammen mit der Community hier weiterentwickelt. Rise of Industry hat einen großen neuen Patch bekommen, unter anderem, und das muss man ja dazu sagen, war das Spiel ja noch in einer sehr frühen Phase hier bei uns im Kanal zu sehen und wird auch hoffentlich bald wieder zu sehen sein. Es gibt ein komplett überarbeitetes UI mit jetzt auch farblich logisch angeordneten neuen modernen Panels und es gibt ein neues Tutorial, das jetzt in 3 Teile aufgeteilt ist, damit wir besser abgeholt werden, denn das Spiel erschlägt einen ja doch am Anfang mit relativ vielen Funktionen und solltet ihr auch immer noch nicht sicher sein, ob ihr das Spiel erwerben möchtet. Ihr ahnt schon, was ich jetzt sagen möchte. Ich sag's nicht, ihr wisst es schon, Videobeschreibung und so. Ihr könnt jetzt auch eine Demo des Spiels spielen und euch selbst davon überzeugen, ob das Spiel was für euch ist. In aller Kürze kommt dann auch ein großer neuer Tech Tree Revamp mit all den Dingen, die ihr bis jetzt als Feedback gegeben habt. Und da sind wir schon sehr gespannt, was die Entwickler dieses wunderbaren putzigen Games noch so für uns auf der Palette haben. Wie könnte man ein News-Video schöner beenden als mit einem wunderschönen Spiel, das wir auch damals schon sehr viel in diesem Kanal gespielt haben? Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne mehr davon sehen wollt. Es geht um City Skylines und der kommenden Erweiterung Parklife. Die erscheint am 24. Mai in 2 Editionen. Einmal die Parklife-Edition und die Parklife-Plus-Edition bei unserem Partner Games Rocket für günstige 13,49 €. Und in der Plus-Version wird ein neuer Radiosender dabei sein mit 16 neuen Country-Songs. Was erwartet uns in City Skylines Parklife? Wie der Name schon vermuten lässt, es dreht sich um Parks. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes dreht es sich um Parks, denn erstmals können Häuser und Gebäude auch an Parkwegen ausgerichtet werden. Allerdings, und das ist vielleicht das Interessantere, es gibt neue städtische Dienstleistungen, zum Beispiel die Parkpflege, die dann auch die Zufriedenheit der Bürger erhöht und dabei hilft, die Parks dann auch auf neue Level zu passen. Zur ersten Ankündigung in diesem Newsvideo können jetzt auch neue Buslinien eingerichtet werden, zum Beispiel Sightseeing-Buslinien, die dann Freizeitparks, Naturschutzgebiete, Stadtparks und Zoo miteinander verbinden oder auch natürlich mit Sehenswürdigkeiten. Das war's von einem weiteren Update. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Teilt dieses Video über da, wo über diese Spiele diskutiert wird. Und ich freue mich auf euer Feedback, denn ihr wisst ja, ich lese alle Kommentare. Wenn ihr kein Update verpassen wollt, Abo dalassen und
Glocke anmachen. Bis zum nächsten GGS-Update. Tschüss und danke fürs Zuschauen.